andere in ihrem Alter sind auf Kreuzfahrt oder im Kleingarten. Für Franz Müntefering, SPD, und Heinz Riesenhuber, CDU, ist das nichts. Beide sind über 70 und sie können es nicht lassen mit der Politik. Sozialdemokrat Müntefering etwa referiert gern vor angemessenem Publikum über die Fragen des Altwerdens. Was macht denn diese Truppe zwischen 60 und 80? Fahren die alle nach Mallorca und sagen, schick uns noch 20 Jahre Rente und dann gucken wir zu, wie er klarkommt, ist unser Jahr? Oder sagen die, nee, ich habe nur Vorstellung davon, wie das weitergehen soll. Für uns gut, aber auch für die, die nach uns kommen, gut. Und nur das Zweite geht. Die Regierung Kohl hat die Wohnungspolitik Franz Müntefering in jungen Jahren, im Bundestag und als Parteitagsdelegierter der SPD. Der Aktionismus dieser Tage. Franz, deine Redezeit ist abgelaufen. Ja. Du hast weit überzogen. Aber diesen Satz darf ich sicher noch zu Ende sagen. Und viele andere Sätze mehr, denn seine große Zeit begann erst in der Großen Koalition ab 2005. Als Arbeitsminister landet er seinen größten Coup. Die Rente mit 67 wird eingeführt. Beliebt macht sich der SPD-Mann damit nicht. Gewerkschaften und Beschäftigte protestieren. Heinz Riesenhuber, der Mann mit der Fliege. Unter Kanzler Helmut Kohl ist er Forschungsminister, mehr als 10 Jahre lang. Als Alterspräsident eröffnet er die Sitzung des Bundestags 2009. Heute mit 75 hält Riesenhuber nichts von einer speziellen Politik für Alte oder Junge. Mir scheint eine der großen Stärken der klassischen großen Volksparteien zu sein, dass sie wirklich die Generationen zusammenführen auf Probleme hin, anstatt dass sie die Generationen separieren und je einzeln bedienen. Das eint die Parlamentssenioren über die Parteigrenzen hinweg. Von Generationen und möglichen Unterschieden wollen sie nichts wissen. Obwohl etliche Parlamentskollegen erst geboren wurden, da saßen Riesenhuber und Müntefering schon ein paar Jahre im Bundestag. Natürlich gibt es kluge, alte, weise Alte. Aber es gibt auch senile und bescheuerte Alte. Ich kenne allerdings auch 25-Jährige, die sind älter als ihre eigenen Großväter, kenne ich auch. Also das ist eine sehr busche Mischung. Ich empfehle sehr, das nicht nach Generationen aufzumachen, sondern immer wieder darauf zu achten, dass die vernünftigen Alten und die vernünftigen Jungen zusammen eine vernünftige Politik machen müssen. Und die kann nur heißen, wir sind nicht gleich, aber alle sind gleich viel wert. Mit 70 auf Surfbrett. Viele Alte sind weit von dem entfernt, was man Ruhestand nennt. Sie sind aktiv und fit im Sport und im Internet. Senioren gehen mit der Zeit und lassen sich nicht mehr einfach aufs Abstellgleis schieben. Viele Themen aber betreffen nicht die Senioren, sondern die nächsten Generationen. Und das Durchschnittsalter der Bundestagsabgeordneten liegt bei 50 Jahren. Und die fällen Zukunftsentscheidungen? Wenn ich mir zum Beispiel den Bundestag anschaue, ich habe schon die Erwartung, dass das ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Und wenn ich dann wirklich auf den Altersdurchschnitt schaue, aber natürlich auch zum Beispiel, wie viele Männer, wie viele Frauen sind repräsentiert, wie viele Akademiker, wie viele Nicht-Akademiker, dann muss man schon feststellen, dass der Bundestag im Durchschnitt jetzt nicht die Bevölkerung abbildet. Und das finde ich sehr schade. Und ich glaube schon, dass wenn es auch mehr junge Politiker und Politikerinnen gibt, auch die Lebensrealität von jungen Menschen anders diskutiert wird und anders wahrgenommen wird. Dabei ist die Bundesregierung im Moment so jung wie nie. 3 Minister sind deutlich unter 40, darunter auch der Vizekanzler. Und die für Familie und für Senioren zuständige Ministerin macht gerade Babypause. Ein gutes Vorbild, denn Deutschland fehlt der Nachwuchs. Die Polit-Senioren gehen aber auch das Problem der niedrigen Geburtenrate sehr gelassen an. Der Fehler war, dass wir nicht vor 30, 40 Jahren genügend Kinder gezeugt haben. Das kann man heute nicht mehr ändern. Also ich habe 4 Kinder, ich habe zur Stunde 8 Enkel, das können hier morgen 9 sein und morgen ist wörtlich zu nehmen. Das heißt also, ich freue mich sehr, wenn meine Kinder was dazu tun, dass das Land jung bleibt. Aber ich glaube nicht, dass der Staat sehr viel durch staatliche Maßnahmen macht. Ich bin dafür, dass wir nicht jammern über die Kinder, die wir nicht haben, sondern uns kümmern um die Kinder, die da sind. Wenn wir das gut machen, dann ist das die beste Einladung an die jungen Menschen, an die potenziellen Eltern, auch Kinder zu haben. Es gibt andere Fragen, Fragen der Zuwanderung. Wie kriegen ich, halte es für eine sehr erwägenswerte Sache, wenn wir aus anderen Ländern tüchtige junge Leute nehmen,
wenn gesichert ist, dass die sich hier im Leben behaupten können, dass die Sprache können, dass sie im Arbeitsmarkt zu Hause sind. Zuwanderung statt Geburten, auch da sind CDU-Mann Riesenhuber und Sozialdemokrat Müntefering übrigens einer Meinung. Beide werden sicher noch lange in diesem Sinne weiter Politik machen. Denn beide sagen, der Schaukelstuhl, der ist nichts für uns.